So, einen wunderschönen Okidoki. Ja, Aufnahme ist gestartet. Extermination Day braucht ein bisschen. Ah, verstehe, verstehe. Okay. Ja, da ist es. So, willkommen zurück bei mittlerweile dem vierten Level. Hallo? Eine der komplett neuen Maps, die ich gerade sehe. Ich werde auch gleich von Anfang an geschossen. Oha. Ah, deswegen meine lieben Kinder immer flach sichern. Das ist hier. Hoffentlich sieht das Ganze relativ genau geschossen aus. So, dann auch noch einer. Kriege ich den? Nein, kriege ich nicht. Dann erstmal die andere Version. Waha. Waha. Okay. Die Leute müssen sich gut auf mich zu sprechen. Bei denen habe ich noch ein paar Schulden. Zum Beispiel schulde ich dem da noch eine Kugel. So. Aber gucken, hallo, das ist aber ein hat sich ja einigermaßen gelichtet. So, hier haben wir ein Schild, ein Gerät schon. Auf, auf, auf. Oh, und es war ein Secret. Hier ist ja auch was. Also Feinde sind jetzt mindestens kein. Hier auch nicht. Oh, Alter, dieser Propeller. Ich dachte, das ist ein Feind. Würde doch erschossen. Ah. Munition, gut, mich aber gut voll, bin gut belegt, bin ich gut am Guten. Na, was bin ich denn da? Wenn das mal keine einstweilige Verfügung ist. Ist das nur einer? Oder kommen da gleich? Das ist auch uneinsichtig. Ja, sind mehrere. Dann. Ich versuche mal von oben. Holy shit! Was war das denn? Oh! Das macht meine Mutter stolz. Alle mit einmal. Gut. Dann einmal aufwärts. Gucken, was mir erwartet. Standardgedöns. Der ganz deutliche Wahnsinn. Komm, hier. Ah. Und ich wollte der Brennung noch genau rein. Ah, komm, 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 komm. Ah, verloren. Hast jetzt davon. So. Ja, verstehe. Deine Anliegen berühren mich sehr persönlich. So, okay. So, jetzt wollte ich erstmal hier runter. Wo ist denn das jetzt? Ach da, upsala. Okay. Was mach ich denn jetzt? Guck mal ganz kurz. Ist das da? Erstmal wieder bitte mal ranzoomen hier. Ja klar. Okay, dann geht das doch wesentlich, aber was war das gerade? Dann geht das doch wesentlich einfacher, als ich dachte. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Ketten gegen. Immer noch nicht. Das ist blöd. Das ist blöd. Und ich habe noch kein Berserker-Pack.
kommt. Das ist aber gut, ja. Was sein muss man sein. War es das schon? Uah. Oh. Ich höre was und ich glaube. Da. Oder doch nicht. Na gut, dann machen wir hier weiter. Aha, oha. Lasst mich in Ruhe. Dankeschön. Geht auch noch hier. Alter, ich sollte erst mehr aufpassen und mal gucken, wo ich hinspringe. Dessen zum Beispiel. Obligatorisches Fetter verschießen. Ja, hier ist ein Schalter. Ich habe gehört, Schalter kriegt es nicht so gut. Jeder bisschen beobachtet mich. Erstmal trocken. So, mal gucken. What the fuck? Ich hatte gehört, irgendjemand wollte vorsichtiger spielen. Was jetzt? Meine Fresse. Aha. Okay, so dann jetzt. Sieht aber relativ ruhig aus, kann aber wenn das was in Spawning Area ist, gleich 10.000 Mobs bekommen. Ich kümmere mich. Ah, mit Spock. Ja, hat einer. Schade, muss ein bisschen warten. Nicht mich abschießen? Nein! Autsch! Du Hure! Es wird immer mehr. Es werden einfach nicht weniger. What the fuck? Oh mein Gott! Du. Ja, geh doch mal rein da! Gott, bist du schwerfällig! Das da. Und zwar das da. So mache ich das. Oh, da ist ja noch einer. Vielleicht trifft die immer mehr ab. Wie ist denn hier? Oh, da sind... das macht sich eigentlich mit der hier relativ gut, oder? Oh doch. Wo man... What the fuck? Mhm. So. Dann hätte ich hier schon mal aufgeräumt. Oh, mach da rüber. Oh, Alter, außer natürlich mal erstmal 3 Meter. Hallo, hallo. Habe ich gesagt, dass wir gleich 5000 Monster? Genau das. Komm jetzt her, du Arsch. Deine Oma. So, jetzt können wir noch öffnen diesen starken Speicher mit sich das halber. Achso, ja, noch was. Ich werde es so spielen, wie ich auch privat spiele. Das heißt, ich werde nicht überall einfach irgendwo speichern, sondern ich werde zum Speichern immer die sogenannte, wie ich es persönlich jetzt für mich nenne, Safe Rooms gehen. Das heißt also Räume, wo ich sicher sein kann, dass ich hier auch im echten Leben safe wäre. Heißt also, da sind Gegner, aber hier ist eine Tür. Das heißt, die Gegner können mich hier nicht erledigen. Ich kann hier also erstmal in die Ecke gehen, verschnaufen, was trinken, essen, deine Mutter besuchen. Und dementsprechend nehme ich das halt auch als In-Game-Safe-Punkt.
So, hier kann ich nicht speichern, habe ich gerade schon, egal. So, und jetzt kann ich mich hier... Oh, was ist das? Ich mag diese Tür, die man nicht nur aufmachen kann, aber auch zumachen kann. Das ist geil, weil normalerweise gibt es Türen, die kann man zwar aufmachen, die kann man aber selber nicht wieder zumachen, oder die geben halt nach einer gewissen Zeit wieder zu, oder bleiben natürlich immer auf. Hier... Egal, das kann man ja eigentlich ansprechen. Ich traue mich nicht. Komm, mach das. Jaha. Ist das noch legal oder ist das schon schießen? Ja. Alle weg, alle weg. Okay. Meine Falle. Die machen nur mit Damage. What the fuck? So, und jetzt mal gucken. Ach so, ist aber doch kein Spawning drauf, sondern hier war einfach wirklich leer. Und die hätten... Ah, okay. Also normalerweise würde man wahrscheinlich von der Richtung kommen, dann hier rumlaufen und da warten dann ja von Gegner auf ein. Das ist natürlich wirklich ein Fehler. So, gut. Also geht's dann wahrscheinlich auch hier weiter. Hier ist ein Raum, der verdammt dunkel ist. Ich schieße erstmal obligatorisch alle Bildschirme aus, damit hier noch dunkler wird. Ja. Der geht nicht. Auch nicht. Da ist ein Secret. Wir haben gerade Monster geschossen. Und ich wollte jetzt hier natürlich nicht fern. What the fuck, sind die denn? Wow, okay. Danke, dass ihr den Raum beleuchtet. Hä? Ja, hä? Waren die im Boden oder was? Oh! Ach, na schau meine an. Die Bildschirme können also auch Schalter sein. Okay, okay, okay. Verstehe. Dann habe ich jetzt irgendwas aktiviert. Die können jetzt aber alle noch zu. Okay. So, und hier bin ich. Genau, hier bin ich durchgekommen. Okay. That makes sense. Und so, wo komme ich hier hin? Ja, geht erstmal nicht so hin. Oh, ja, da. What the fuck? Bitte. Hä? Moment mal. Bitte was? Ja lol. Ach du Scheiße. Das ist nicht gesund. Das ist gar nicht gesund. Komm mal her. Ist das bitte, wenn ich hier reingehe, dann komme ich... Ja. Ist das bitte. Ist das praktisch hier und Durchgang. Nett. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil der Mund aufs Grad wohnen ist, aber trotzdem schon ein schöner Expresszug. Obwohl man kann ja auch diese Fließbänder bieten und die 90 Grad Technik bauen. Ich glaube, ich rede schon wieder zu undeutlich. Das habe ich so im Gefühl. Und da oben höre ich Gestöhne as fuck. Na gut, machen wir erstmal hier sauber. Wobei hier ist scheinbar schon sauber. Aber ich höre noch was. Ach! Hier gibt es ja noch eine Etage über mir. Ist ja angenehm. Hä? Moment mal. Da geht's rum. Ach, das ist das die Ebene, wo man damit die Flasche wahrscheinlich mit drauf kommt. Na gut, dann bleibe ich jetzt mal hier unten. Laufen wir die Türen. Ach, und die. Ja, okay. Ich gehe mal in den. So. Das ist ja gerade hier in der Herum. Hier von dem. So. Weil ich glaube, dahinter ist hier eine Falle, sonst hätte ich den berührt. Das war gut. Das wäre so richtig unleicht.
Und was habe ich gesagt? Leute! Leute, die es nicht anders wollen, ja? Die es nicht anders wollen, die werde ich jetzt sowas von den Arsch vermögen. Ja gut, man sollte natürlich nicht mit Raketenwerfer... Kann man sich doch manuell öffnen? Kann man. Okay, dann werde ich erstmal jeden Raum extra auf dem Atem sichern. Pro Rund drei Viecher. Ist ja kein Wunder, dass die alle mit einem rausgekommen sind. Ich öffne bei einer Falle eine Tür und wundere mich, dass auf einmal ein Monster steht. Intelligenz, bitte komm zu mir. Ich brauche dich. Okay. Mehr ist hier erstmal nicht. So. Ey, ich immer genau einer, immer genau nach der Tür immer einer. Ich meine, ich versuche solche Sachen auch immer unter einem relativ realistischen Aspektpunkt zu betrachten, ne? Und so soll ich einfach mal vorstellen, dass du so ein Monster bist, ne? Und du stehst einfach hier die ganze Zeit. Die Tür ist jetzt nicht geöffnet. Hallo? Haben die Bewegungsmelder? Hä? Moment mal. Lol, die gehen wieder zu. Okay, also. Nehmen wir die Tür. Man muss sich ja mal vorstellen, man bleibt hier einfach für 300 Jahre stehen, ja, in der Hoffnung, dass irgendwann mal so ein kleiner, verlorener Mensch vorbeikommt und dann, ja, hallo, hier bin ich, bitte angreifen. Der muss doch einsam sein. Doch auch ungesund für die Psyche und so aus. Das wäre wirklich auch ungesund. Allerdings eher so für die Physik und so. Alle weg, alle weg, alle weg. Ach. Kommt der einfach außen rum? Der hat ja Vorlieben. Keiner zu Hause. Geh ich eben wieder. Einfach mal zurückhalten. Kostet ja keine Munition. Aber was? Ich höre noch Schreien, aber hier ist keiner. Hier auf dem Flur ist auch keiner. So, muss ich auch wieder so ein Dreiraum-Ding sein? Ja. Dreiraum sagt schon. Drei Tierraum. So. Ja. Ich hatte dieses Gestrüpp. Man hat auch nach Marktlandschaft Gestrüpp zu suchen. Die brauchen hier keine Luft zum Atmen. Oder wollen die Zombies züchten? Ja. Was zum Fick? Ernsthaft jetzt? Sind da Katapulte angebracht, jetzt die Leichen rausschmeißen? Die kommen auf Ideen. So, dann wollen wir mal. Was war das jetzt gerade? Alter, wenn jetzt genau beim Speicher so eine Scheiße kommt. Weißt du, das ist immer der schlimmste Moment, der passieren kann. Du speicherst gerade und zack, wird es umgebracht. Das Problem dabei, jedes Mal, wenn du neu legst von diesem Speicherpunkt, zack, wird es umgebracht. Ich meine, gut, bei Doom geht's noch. Weil bei Doom, da kannst du praktisch laden. Und auch während er diese Ladeanimation macht, dieses Runtergehen, ist das Spiel pausiert. Halt also, du kannst im Laden die Konsole öffnen. Bach, dann ist sofort die Konsole offen. Und du kannst dann schnell in den Gottmode gehen. Das geht natürlich, ist richtig. Aber es ist nicht gerade die feine Art. Das ist nicht die feine Art. Also, da war ich ja schon. Hier muss ich jetzt drauf. Ich habe aber Angst. Das ist hier, wenn ich jetzt nur runterlasse, der ist nicht so komplett ausgeliefert. Scheiß was drauf.
Leben ohne Risiko ist kein Leben. Und Dankeschön. Bitte tut mir nichts. Ach, boah. Wisst ihr was? Tschüss. Ich hab ein Safe Room. Und jetzt gibt's Krieg. What the fuck? Heute noch ein Angebot oder was? Das war ja der, du Scheiße, du Kacke. Oh mein Gott, ich bin tot, 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 ich bin tot. Komm her. Na. Dankeschön. What? Du kleiner Aprilscherz. Ich brauche ein Safe Room zum Speichern. Dankeschön. Ja, okay. Ah, genau wie vermutet, jetzt bin ich nicht oben auf dieser komischen, auf dem Obergestell. Was ist das hier? Ich habe den Sinn in meinem Leben gefunden. Und ich habe die Abkürzung gefunden. Jetzt bin ich bereit zu sterben. So. Dann wollen wir mal. Was ist hier? Willkommen im Atomkraftwerk Fukushima. Ach, wo billiger schon abgeschnitten aussehen. Okay. Hä? Ach, schau mal einer an. Okay, hier kommt man nicht rein. Und da kommt man rein, aber man muss wirklich ducken, oder was? Hallo? Ja, guck mal. Hier. Ja, doch. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war die dümmste Idee, die ich hier hatte. Och nö, kommt nur so scheiß Kacke. Na gut, andererseits hat man aber auch einen guten Schießspot. Weiter. So, und dann voll Kraft voraus. Alter, nee, tut nicht. Da bin ich ausgeliefert. Aber ich weiß schon mal, was hier auf mich drauf zukommt. Ja, was wieder mehr? Mann, ey. Ich wollte ihn eigentlich verschonen, damit ich ihn schlagen kann und dann mehr Punkte bekomme. Oh komm, das ist aber gut hier. Oh, Feier und so weiter. Haben wir's? Gut. So. Ach so, da muss ich raus. Hoffentlich ist es. Hoffentlich ist das nicht wirklich ein Atomkraftwerk. Warum dürfte das ganz schön verstrahlend sein? Gut, dann wollen wir mal. Hallo Dieter. Wie waren denn die Kekse? Dankeschön. Tauchstation. Hallo? Okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Ja, tatsächlich. Ich bin in der Decke festgebackt. Was zum Fick ist das denn jetzt hier bitte? Na gut. Dann muss ich mal ganz kurz meine Position resetten. Das machen wir mal so und so. Nein! Wer hat diese Schwerkraft erfunden? Du! Dankeschön. Und jetzt auch noch einer raus. Nö. Nur darf die Karte ist und keiner raus. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
Was ist denn hier los? Okay. Okay. Kann ich auch so raus? Okay. Okay. Verstehe. Das fand ich wirklich aber gut. Na super. Und jetzt bin ich. Na komm, komm, kein Problem. No clip. Und dann gehe ich halt durch die Wand. Mir ist auch egal. So. Das ist ja ein witziger Fehler. Da klippe ich ganz einfach an der Decke fest. So, was ist das hier? Also lieber Ersteller von Extermination Day oder Ersteller Team. Ich weiß gerade nicht, wie viele da dran jetzt derzeit zusammen dran arbeiten. Bitte fixen. Lol, man kann einfach alle Dinger zerstören. Oder der Fehler ist gar nicht Extermination bezogen, sondern hier mittels DVD. Kann das nicht auch sein. Weil ich habe hier diese komische Doppelspezifikation und kann natürlich sein, dass das so manche Maps ein bisschen zum Abkacken bringt. Ich habe jetzt eine rote Karte bekommen. Ich muss also irgendwo zu einer roten Tür. Eine rote Tür ist zum Beispiel nirgendwo. Also muss ich nirgendwo hin. Na, das ist eine einfache Sache. Gut, gucken wir mal nach was Blauem. Da sind. Achso, sind diese komischen Teleporter. Ernsthaft jetzt? Da muss ich denn hin? Also erstmal zum Startpoint. Ach da! Gut. Bin ich ja gar nicht so weit weg. Beziehungsweise ich kann eigentlich auch gleich hier durch. Bringe ich einfach noch über die Dinger drüber. Dankeschön, ich mache es mal kaputt. Kaputte Kisten gefallen mir immer mehr als. Ach! Na schon, mein Name. Das kennen wir doch. Und hier. Hier ist zugefallen. Okay, alle muss dazu. Aber ich habe noch nicht alle Secrets. Nein, habe ich nicht. Okay. Da ist ein Secret und da ist ein Secret. Das da habe ich ja schon. Gut. Dann wollen wir mal. Ach, diese Munition ist ein Secret. Na gut, okay, dann Ali. Der andere Raum ist ja auch ein. Ja, wohl, nein, nee, eigentlich. Wenn ein Raum schon Secret ist, dann ist es ja relativ sinnvoll, den anderen Raum auch als Secret zu machen, weil dann weiß man ja schon, wo er nachmitteln muss. Kann man die auch drücken? Nein. Nein, können wir nicht kaputt machen? Ja. Ah, diese Gewalt. So, und der andere Raum war jetzt hier irgendwie. Vorhin waren die Türen aber zu. Und ich habe Berserker. Wow, hätte ich mal ein bisschen früher gebrauchen können. So, jetzt habe ich 200 Leben. Also, 200% Leben. Heißt also 2 Leben. Ist hier noch rein? Auch nicht. Ich habe ja eigentlich schon alle Secrets, oder? Hatte ich jetzt gerade ein komplettes? Also ein. Ich habe alles? Oh, zumindest habe ich 44.000 Punkte. Ist ja auch egal jetzt. Dann guck mal kurz rein. Secret Found. Plus 300. Ja, nee, komplettes darf ich noch nicht. Ich sehe die Schrift hier aber auch nicht. Doch, ich habe alles. Gut. Ja, da. Dann gehen wir mal ab ins Ziel. Oh, bin wieder zu. Hi. Scheiße. So. Wir haben alles. Meine obligatorische Schrotflinte auswählen. Habe ich nicht so? Ja, hab ich. Und dann würde ich mal sagen, haben wir das soweit. Ja. Ja, ich hole Lichtflackert hier unten. Da kriegt man ja auch von wo. Ach übrigens, was ich noch gucken wollte, gut, das mache ich noch ganz schnell. Und zwar hatte ich eine Vermutung gehabt.
warum das Video so stockert. Und zwar, also liegt schon mal nicht an FFmpeg. Also, Information, alle, die nur das Spiel spielen wollen, könnt ihr jetzt schon abschalten. Ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen kurz was über die Engine. Beziehungsweise über mein Video-Recording. Also ich glaube, dass das mit diesem Stocker deswegen kommt, weil ich rendere nicht direkt in H264 mit LibX264, sondern ich rendere erstmal in MPEG 2 mit höchster Qualität, was den Hintergrund hat, das kann der Prozessor schon schnell berechnen, und ich habe erstmal eine große Datei, und das Rendern in dem qualitätsbehafteten H264, das mache ich dann später, aber das ist relativ rechenintensiv und das in Echtzeit wäre, naja, deswegen mache ich jetzt erstmal im zweiten Schritt und nehme jetzt praktisch Rohformat auf, nur halt nicht im Roh, sondern in MPEG 2 mit sehr hoher Qualität. Das Problem ist dabei wahrscheinlich, dass hier diese ganzen Kanten, die hier entstehen, also diese ganzen Kanten hier, ja, da, dass die natürlich Qualität schlucken, weil man hat hier ganz viele kleine Vierecke. Oh, das ist jetzt ultra doll, das kann. Man hat hier ganz viele kleine Vierecke, ne? Und Vierecke sind in der Videoszene nicht kleine Details, sondern ganz starke Details. Und deswegen werde ich mal versuchen, das Filtering einzuschalten. Da braucht zwar das Spiel ein bisschen mehr Rechenleistung, ist aber scheißegal, weil meine Grafikkarte hat die Leistung. Das da. Allerdings ist es dann für das Video besser, weil die Übergänge sind jetzt weicher. Und damit hat die Grafikkarte, der Videocodec wesentlich weniger zu tun. Und es kann durchaus sein, dass es jetzt flüssiger ist. Deswegen mache ich jetzt einfach mal kurz zwei interne Tests. Ich gehe mal jetzt so rüber. Tralala. Oh, sieht schön aus. Mhm. Okay. Bam, bam, bam. Sieht alles gut aus. Bam, bam, bam. Okay. Und jetzt gehe ich nochmal in die Einstellungen. Wie gesagt, das ist für mich, ich glaube, es liegt daran, weil mein Rechner ist ultra wenig ausgelastet. Es kann also nur an der Datenrate als solches liegen. So, das ist jetzt praktisch, jetzt dürfte das Video wieder extrem stockern. Als Vergleich, bei mir, ja, sieht das Video so aus. Also, es läuft super smooth, aber das Video stockert einfach ultra. Deswegen, ja, jetzt höre ich auch wieder die Rechner auf heulen. Das liegt wahrscheinlich wirklich daran. Von daher, nein, halt das Menü. Ich persönlich werde einfach mal für die Videos, wo war das jetzt? Genau. Dieses Filtering einschalten. Ihr müsst mir halt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit dem Linear mögt. Ich persönlich mag es nicht. Ich habe halt klassische Spiele mittels klassischer Filtering. Und klassisches Filtering heißt gar kein Filtering. Und dementsprechend bin ich kein Freund von sowas. Ich meine, bei hochauflösenden Texturen sieht das schon besser aus, klar. Aber jetzt, Doom an sich wäre ja grob aufgelöst. Und bei grob aufgelösten Texturen sieht dann dieses Filtering scheiße aus. Gut, also so viel dazu. Die bereits abgeschaltet haben, die haben wir sowieso schon abgeschaltet. Den anderen packe ich jetzt. Tschüss. Von daher lade ich nochmal diese... Oh, das Menü hat jetzt auch Filtering. Hat er jetzt alles Filtering? Ja, hat alles Filtering. Von daher sage ich jetzt denn nochmal Tschüss. Und du weißt auch gerade gar nicht, in welcher Map ich überhaupt bin. Wir sind Map, ich kann es immer noch nicht lesen. Es sieht aus wie Map 5. Oh, man sieht schon die Map. Also für alle Spoiler, Freunde, das ist die Map. Warum habe ich Outro Map? Ist jetzt auch egal. So, also das war nochmal für alle Wissbegierigen, die das hier noch sehen wollten. Die haben das jetzt gesehen. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich sowieso schon abgeschaltet. So, ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte. Hilfe. Ich mache jetzt erstmal Change Map. E-Day. Leute. Und speichere einfach mal. Gut, sollte es hier gleich im Web sein? Genau, perfekt. Habe ich keine Chests gebaut.
Und dann würde ich mal sagen, achso ja, ihr noch eine kleine Information, wie die immer noch nicht abgeschaltet haben. Ihr seht jetzt hier oben mein Fenster nicht mehr. Das verschwindet hier oben und auch unten. Meine Taskleiste seht ihr auch nicht mehr. Das liegt daran, ich habe einen 16 zu 10 Bildschirm. Ich mag es halt einfach mit 16 zu 10. Das Video ist aber, weil Doom for Doom ist halt für 16 zu 9 optimiert. Und da sowieso alle die Videos oder die meisten von euch die Videos auf 16 zu 9 Monitor gucken, spiele ich halt in 16 zu 9. Und deswegen, weil ich aber halt hier auch noch solche 10 habe, hatte ich das bis halt auf 16 zu 10. Habe aber jetzt ab diesem Video jetzt Rendering mittels 16 zu 9 Format eingestellt. Also Aufnehmung. Das Aufnehmen leckt mich. Ja, von daher würde ich mal sagen, das war's. Bye bye.